Also ich finde es überwältigend, es macht sehr viel Spaß. Ja, der erste Eindruck, ein ganz besonderer. Man kommt rein, mega Kulisse, die Bühne wunderschön, alles perfekt aufgebaut. Mein Gaming-Herz ist mir einfach wieder aufgegangen. Für alle einfach ein besonderes Event, weil wir waren jetzt alle 1,5 Jahre im Lockdown eigentlich. Und das ist das erste wirkliche Event, wo du wieder mit Leuten zusammenkommst. Wirklich coole Stände, die auch aufgebaut sind. Ich habe gestern, als noch aufgebaut wurde, gleich den Racing Simulator für 10, 12 Runden ausprobiert. 3, 2, 1. I have to say, this one is set up top-notch. Wenn ich mir mal so die Halle anschaue, wenn ich weiß, da kommen heute über 2000 Menschen, die richtig, richtig Bock haben auf zum einen spannende Diskussionen, die sich über Gaming unterhalten wollen, aber natürlich noch viel, viel wichtiger, die einfach zocken wollen. Wow, der erste Eindruck im Endeffekt, ja, noch über ein Jahr Planung, sagen wir mal, Diskussionen mit Partnern, aber natürlich auch mit den eigenen Kolleginnen und Kollegen, das einmal wirklich dann live zu sehen, ist einfach nur überwältigend. Ja. I mean, the biggest like new thing, I guess, is virtual reality. Like, there's so much VR stuff here, it's insane. To Level Up ist jeder herzlich willkommen, sei es Familie, sei es a Gamer, der was jetzt vielleicht daheim mit seinen Freunden nur FIFA zockt oder auch dieser klassische Gamer und auch E-Sportler, der dann wirklich damit sein Einkommen damit verdient. Und jeder ist willkommen und jeder soll seinen Platz bei Level Up haben. Man ist von Wien in 3 Stunden da, man ist von Vorarlberg geschwind da, man kann aus Deutschland kommen und hat eigentlich eine gute Anbindung. Also es passt sehr gut und, glaube ich, so in dem Konzept, wie es aufgebaut ist, sehr ansprechend, sowohl für die Gamer als auch vielleicht Interessierte oder auch mögliche Sponsoren für die Zukunft. Ja. Allgemein natürlich super, super einfach, wie variabel das Event ist. Es gibt so viele verschiedene Sachen. Es gibt Rocket League, wo man sich einfach hinsetzen kann und zocken kann. Es gab auch einen Tischkicker, also auch ein paar analoge Sachen. Super viel Abwechslung. Mir gefällt es sehr und ich würde ja auch so als normaler Gast, sag ich mal, in Anführungsstrichen hingehen. Das sind die besten Leute, die du für sowas kriegst im Prinzip. Die Stimmung war einfach super, super geil und ich bin noch immer noch auf dem kompletten Adrenalin hoch, ehrlicherweise. Today, of course, we're gonna show the nominees and we're gonna beat them. A bit stressful sometimes, but stress is necessary to become the best, right? Und bei 20 Minuten sehen wir hier schon den Sieger. Through NK Gaming, they're gonna be the champions of Clash of Legends. Und das ist tatsächlich das erste Mal, dass wir uns alle sehen. Also auch der Core, der jetzt schon seit 2 Jahren zusammen ist, wir haben uns noch nie in echt gesehen. Ich glaube, ich kann für alle sprechen, dass wir auf jeden Fall richtig Bock haben. Und es ist wirklich unglaublich, die Runden werden immer knapper und knapper. Du sagtest, wir sind auf dem Weg zum 7:7. Der Plan ist ganz klar, immer auf dem heutigen Termin, sagen wir, dran zu bleiben und auch für die nächsten
Jahre eben ein fixes Format in Salzburg zu etablieren. Also im nächsten Jahr 2022 eben das nicht nur zu erweitern, was die zeitliche Komponente betrifft, also auf 2 Tage das dann zu erweitern, sondern wirklich auch mehr Fläche zu verwenden und ja, auch mehr Angebote den Besucherinnen und Besuchern zu machen. Das ist ein ganz klares Ziel. Das Level Up 2021 war super. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr.